Rote Linie, rote Karte, rote Beete, rote Nase, rote Liste, roter Faden, rotes Kreuz, rotes Haus, rote Sonne, rote Schleife, rote Hand, rote Augen, rote Taube, rote Hilfe, rote Schuhe, rote Lippen, roter Kopf, roter Funken, rote Rosen, Farbe Rot. Ein Galerist sieht rot. Liebe Freundinnen und Freunde, liebes Kunstpublikum aus Darmstadt und dem Rest der Welt, Verehrer der Form, aber ich hoffe doch auch der Farbe, respektive der einen Farbe Rot. Ich begrüße Sie alle aus nah und fern oder fern und nah sehr herzlich und freue mich besonders, dass so viele der beteiligten Künstler heute den Weg nach Darmstadt gefunden haben. Und wir lassen ruhig mal die Klingel an. Das ist ja fast wie Musik. Dann hört man, wenn noch einer nachkommt. Gefunden haben, um an der roten Feier der Eröffnung teilzuhaben. Und heute hier sind, liebe Serena am Rhein, ganz schön so die Blickachsen, herzlich willkommen. Liebe Bea, lieber Bruno Feger, lieber Ralf Gelbert, liebe Katharina Hinsberg, ist sie hier? Da ist sie. Herzlich willkommen. Sie sind mit der Rakete gekommen, sozusagen. Ja, aus Neuss. Liebe Katharina Hinsberg, Sie den Termin der Eröffnung aufs Wunderbarste koordiniert haben mit einem großen Co-Ereignis, das Darmstadt betrifft, die literarische Welt und Ihre Familie. Gestern hat Ihr Mann den Georg-Büchner-Preis erhalten. Herzlichen Glückwunsch an ihn und auch aus dem weiten Gebiet. Aus dem weiten Gebiet der bildenden Kunst. Herzlichen Glückwunsch, Oswald Egger. Sicherlich sehr erschöpft nach den letzten 3 Tagen, kann man schon so sagen. Lieber Ottmar Hörl, ich weiß nicht, ob er hier ist, aber er wollte eigentlich kommen, aber er war erst vor 2-3 Tagen da. Liebe Astrid Linke Zukunft, liebe Ea Nele, liebe Sigrid Nienstedt, lieber Werner Schmidt, da bin ich auch nicht sicher, ob er da ist, vielleicht taucht er noch auf. Liebe Gabi Streile, lieber und das W liegt ziemlich weit hinten und danach kommt in unserer Künstlerliste keiner mehr. Du also an letzter Stelle, lieber Gerd Winter. Aber du kennst die biblische Auslegung. Herzlich willkommen Ihnen allen beteiligte und unbeteiligte Künstler, Freunde und Herzstücke der Galerie in Darmstadt und in dieser neuen und neuesten Ausstellung, die noch gar nicht eröffnet ist. Denn wir sind, nur um Sie auf den aktuellen Stand Ihrer räumlich-temporären Situation im Geflecht des Weltgeschehens zu bringen, wir sind mitten in der Ausstellungseröffnung Rot sehen. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind und begrüße Sie sehr herzlich in unserer Galerie. Das war Ihr Eigenapplaus. Grün ist nicht blau und gelb ist nicht violett, aber rot ist rot. Ebenso sicher wie unumstößlich. Es ist das erste Mal in der fast 50-jährigen Geschichte unserer Galerie, dass wir mit einer einzigen Farbe uns beschäftigen. Die mögliche Vorgeschichte liegt, wenn überhaupt, circa 25 Jahre zurück. Hans Gerke, der Kunstvereinsleiter in Heidelberg, überzog damals ganz Heidelberg mit der Ausstellung Blau. Die blaue Blume, der Himmel, das Meer, die Romantik mit Novalis und all den anderen. Und Heidelberg ist die Stadt der Romantik. Blau steht aber auch für Harmonie, für Frieden und Vertrauen. So schön die Ausstellung damals war, ich glaube, wir haben sie 2-mal gesehen, das Thema war gesetzt und ist besetzt. Kann man nicht machen.
Meine Lieblingsfarbe ist grün. Ich ergehe mich im Grün und fühle mich am wohlsten im Grünen und liebe auch das Grün im Bild und der besonderen Patinierungen der ansonsten ja gräulich oder schwärzlich patinierten Bronzen. Eine Ausstellung zur Farbe Grün hat mein wunderbarer Kollege Wolfgang Rothe in Frankfurt mit seiner Frau Maria inszeniert. Und da ich nicht als Kopist auftreten bin und nicht als Nachahmer auftreten will, kam eine Wiederauflage für mich natürlich nicht in Betracht. Es wurde rot, die Farbe der Liebe, des Bluts und des Vulkans, die kühnste und frechste Farbe der Welt, die Farbe der Hölle und der Jugend, der Sünde und der Buße. Und das ist die Farbe des Sonnenuntergangs, wozu selbstredend natürlich auch ein paar Stunden später der Sonnenaufgang zu zählen ist. Rot ist die Farbe des Feuers und der Flamme, der Energie und der Kraft überhaupt. An manchen Orten dieser Welt gilt Rot als die Farbe des Glücks. Rot ist glühend und leuchtend. Unschwer an dieser Ausstellung ja wirklich zu sehen, lassen Sie es erstmal Abend und dunkel werden, da strahlt das in einem Rot, das ist potenziert in wirklich der Intensität. Und Rot und glühend sind Lust und Leidenschaft. Naja, das wissen Sie sicherlich auch selbst. Rot ist in dieser Ausstellung Thema und Motto zugleich. Inhalt, Farbe und Form in einem. Rot ist alles, zumindest in dieser Ausstellung. Aber es ist wirklich auch die meistverwendetste Farbe. Alles ist rot. Rot ist die expressivste, aggressivste, die intensivste Farbe, die es gibt, mit Signalwirkung und Verbotsstatus. In dieser Ausstellung geht es nicht um Motiv oder Stilrichtung, es geht ausschließlich um die Farbe mit Wert und Material in der Vielgestalt, in den vielgestaltigen Abstufungen von Feuerrot und Blutrot, Kaminrot und Purpur, denken Sie an den Papst, Weinrot, Scharlach, Orangerot, über Kirsche, vorne haben wir sie, Tomate, Chili und Koralle bis hin zu den wunderbaren Schattierungen von Magenta und ebenso in das Braunrote rutschend in der Verstärkung wird das Ochsenblut rot, also solch ein Spektrum gibt es alles in der Ausstellung auch zu sehen. Die Ausstellung in ihrer bewussten Weite und Breite, in der alles möglich ist, vereint alle Spielarten des gegenständlichen, Landschaft zum Beispiel, der Abstraktion und des Materialmix. Mir war wichtig bei der großen Aktion, dass die Künstler, die ich eingeladen habe, eine besondere Sympathie, ja ein Verhältnis zum Rot haben. Das, wie auch immer definiert, offen im Werk zutage treten sollte, muss, tritt, wie auch immer. Wie fängt man es nur an, dass es gerecht wird und das Werk eines jeden trifft, alphabetisch oder der Größe nach, der Rotintensität nach oder ich weiß nicht, nach was für ein Kriterium. Da alle ihre spezifischen Bezüge zum Rot haben, die ich Ihnen auch darlegen möchte, ist es wirklich schwer, an welchem Punkt zu beginnen sei. Es ist ein höchst spannendes Unterfangen, wie sich eine Ausstellung entwickelt. Es ist ein höchst spannendes Unterfangen, wie sich eine Ausstellung entwickelt von der Idee, die dann immer schon 2, 3, 4 Jahre sogar zurückliegt, von den ersten Künstleranfragen über die Atelierbesuche, das Eintreffen der Kunstwerke, das Stellen und schließlich Meter, Maß, Hammer und Nägel, das Hängen. Ich nehme mir da immer viel Zeit. Eine Galerie muss dann absolut leer sein. Und dann kann man auch Plätze finden. Wenn da noch von der vergangenen Ausstellung was drinsteht, kriege ich es einfach nicht hin. Solch ein Offenbarungserlebnis, also die Veränderungen dann an einer Ausstellung, wenn die Kunstwerke kommen, das erste hängt, das zweite auch, es entsteht ein Dialog und so weiter. Solch ein Offenbarungserlebnis gab es am Donnerstag, als Bruno Feger seine Arbeiten gebracht hat. Oh, das ist aber nett, wie bist du denn da drauf gekommen? Danke. als Bruno Feger seine Arbeiten gebracht hat.
erstaunlich, wie die sich durch zwei, drei Arbeiten, eben draußen die Kirche im Fenster, wie sich durch zwei, drei neue Arbeiten die Ausstellung verändert, fortgesetzte Metamorphose. Der I-Punkt war gesetzt mit Kirche, Ovids Traum und mit Abendrot oben. Bruno liebt das Rot und setzt es häufig ein. Früchte, seine großen Hibiskuskulturen, eben die mythologischen Themen. Es ist der Stahlbauer, der mit eben dem Material arbeitet. Jeder hat auch sein spezifisches Material. Die Maler, die Bildhauer, die Installateure, andere, Papier und so weiter. Der gegenständlich arbeitet und in der Vergrößerung, wie zum Beispiel der Kirche. Sie gehen, wenn Sie in Bingen am Fluss entlang gehen, sehen Sie sogar zwei davon. Und eben hat jemand gesagt, ist sie nicht in Bingen? Nein, eine ist eben hier, aber es sind in Bingen immer noch beide. Wir haben keine eine abgebaut. Und in der Vergrößerung, eine Kirche ist ja so, geht es wirklich, also wechselt er das Fach und geht ins Surreale. Kleine Plättchen Metall verschweißt er, gerundet, lackiert mit Rot und eben Lack nochmal, auch farblos. Und so kommt die Struktur seiner Skulpturen zum Vorschein. Dank, lieber Bruno, für deine Arbeiten. Allein durch die Farbe, in die Sigrid Nienstedt, dort oben hängen noch drei Arbeiten von ihr, ihre Landschaften oder Stadtansichten oder Tierbilder stellt, wird auch sie surreal. Der Rabe vor Rot ist ein wunderbares Spiel der Farbabstraktion, der harten Klänge, aber nur so entsteht ein intensives Bild. Ihre Landschaften glühen, der See am Abend, das ist das mittlere Bild oben, oder Feuerwerk oder vollends zu einer unwirklichen, in eine unwirkliche Welt getauscht. Bitte ein Stuhl, die Straße mit rotem Licht. Fast wähnt man sich in einem Science-Fiction-Film, wenn Sie das Bild hier anschauen. Es hat wirklich so was total Unwirkliches zu tun. Der Betrachter hat keine Chance. Er wird aufgenommen in dieses Bild oder von diesem Bild und sanft hineingezogen. Geste pur sind die Bilder von Ralf Gelbert. Ein großes hängt hier hinten an der Front und oben ist noch mal ein wunderbares Diptychon. Er verwendet viele Materialien, Gold, Bronze, Silberfarbe, Sandbeimischung und Lacke. Seine Bilder leben aus der vehementen Bewegung und bei den roten Bildern leben sie natürlich aus dem Rot. Dem intensiven Rot, das er im Blick auf Eruption, auf Explosion, auf Vulkan und Erderschütterung gestaltet. Man muss nicht die Titel lesen, sondern empfindet es unmittelbar bei der bloßen Betrachtung. Stromboli, Ätna, Vesuv. Es sind bedrohlich kraftvolle gestaltete Naturereignisse und die wollte ich Ihnen, verehrte Damen und Herren, nicht vorenthalten. Stille kehrt ein, wenn Sie an diese Wand gucken. Meditation und Versenkung ist gefordert bei den Bildern von Serena am Rhein. Monochrom sind sie von der Ferne. Wenn Sie hier gucken, denken Sie, rote Bilder. Allemal von der Ferne. Aber dann entfalten sie ihre Innenleben, ihre Vielgestalt. Als Betrachter hält man inne. In der Zwiesprache mit dem Bild erlebt man sehr deutlich, es geht um Farbfläche und um das Monochrome. Es geht um Intensität und die Wirkung von Rot. Beim immer näher kommen verlebendigt sich die Bildoberfläche, gewinnt an Leben, Struktur, wird plötzlich wichtiger und Farbabstufungen. Und es bleiben die für diese Bilder existenziellen Fragen nicht aus. Wie ist das gemacht? Welchen Weg nimmt der Arbeitsprozess? Welche Medien setzt die Künstlerin ein und auf welchem Weg entsteht das, was ich Ihnen eben noch von der Ferne als rein monochromes Bild verkauft habe? Ich lasse es offen. Ich muss Ihnen das jetzt nicht erklären, das können wir mal bei einer Führung machen oder so. Auch wenn ich es ein bisschen weiß, denn Serena am Rhein hat mir es tatsächlich ein wenig erklärt und ich könnte es durchaus versuchen zu vermitteln. Aber wie alle Künstler, die da sind, die stehen natürlich zu Fragen und zu Gesprächen bereit. Also gehen Sie an Sie und fragen Sie einfach, wie Sie es
macht. Es gibt den einen Teil der Künstler, der sich freut über so eine Frage und erzählt das auch gerne. Und der andere Teil sagt, das sage ich nicht. Kommen Sie mit ihr wie mit allen Künstlern ins Gespräch. Eine Künstlerin wollte ich unbedingt dabei haben. Sie zeichnet figurativ verrückte Szenen, menschheitsschwangere und weltgeschichtlich schwerwiegende Erzählungen. Figuren, die miteinander in eigentümlichen Beziehungen stehen, in Konstellationen, die kaum nachvollziehbar sind, vernetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ins Netz versenkt und verbunden durch Fäden, Leitungen, Kabel. Das sind die Zeichnungen, vor denen man lange stehen und rätseln kann. Es sind die Arbeiten von Bea Emsbach. Wo ist sie? Da ist sie. Nein, hier. Ja, danke. Selten habe ich so ein konsequentes Werk gesehen. Zur roten Tinte und der feinen Lineatur sind die besonderen Kolbenfüller-Aquarelle hinzugekommen, die malerischer werden, vielleicht geheimnisvoller, was vor allem an der Naturhaftigkeit der Umgebung zu liegen scheint. Und die Blätter sind, und deshalb haben sie sich wirklich prädestiniert für diese Ausstellung, sind alle rot. Danke, lieber Bea, dass du dabei bist, trotz Umzug und anderer Lebensumstände und vielleicht auch ein bisschen Neuanfang, in dem wir uns allem befinden, Neuanfang und immer befinden. Das ist die Rhythmik und die Dynamik des Lebens. Ja, es ist so. Ein Künstlerpaar, Maler beide, gehen künstlerisch völlig unterschiedliche Wege. Die eine, Gabi Streile, hier oben, ist eine gegenstandsbezogene, heftige Malerin mit großer Geste und unglaublichem Pinselelan, mit kraftvollem Duktus, der das große Format auch braucht. Das ist eher ein kleines Format. Der andere, Werner Schmidt, mit einer kaum vorstellbaren Konzentration auf die monochrome Bildfläche mit vielen, vielen Schichten, die vielschichtig in des Wortes doppelter Bedeutung sich mit großer Ruhe und Gelassenheit über den Malgrund legt. Beide gehen getrennte Wege, finden sich aber gerade in letzter Zeit immer häufiger in gemeinsamen Ausstellungen zusammen. Auch wir haben die beiden, Gabi und Werner, schon in eben solch einer Doppelausstellung gezeigt. Vorhanden war, auch wenn es erst in diesem Jahr entstanden ist, das intensive der Dschungel brennt, das aus dem leuchtkräftigen Rot lebt und sich unschwer gegen das komplementäre Grün behauptet. Die ganz große Landschaft, wie gesagt, es gibt Formate, die sind doppelt so lang und länger und größer. Vielleicht war ich etwas vorlaut, als ich zu Werner Schmidt gesagt habe, ob er darauf reagieren könnte, auf das Bild seiner Frau. Er hat und er hätte es nicht. Und niemals hätte ihn die Idee nicht gereizt und nicht wie der brennende Dschungel oben. Gleiches Format, schwerer Holzkasten, ein Diptychon, nehmen Sie es untereinander oder übereinander. Von Werners Arbeit gibt es Varianten, eine hellere, eine dunklere. Die dunkleren war mir zu wenig das, was ich mir in jedem Bild gesucht habe, das Signalrot oder das Rot, das leuchtende Rot, die Signalwirkung. Die hellere Fassung, das ist das hier, was hängt, fast geht es ins Ochsenblutrote auch, ist ein magisches Bild und ein besonderes Pendant zur brennenden Landschaft. Der zurückhaltende Werner wollte mit seinem roten Bild sich zurückhalten gegenüber seiner Frau. Nicht koloristisch vorbeipreschen, ein Werk, zwei Künstler und beides sind Vollblutmaler. E.R. Nehle. Alle heute schön in Blickachsen. E.R. Nehle schreckt vor
keinem Material zurück. Kunststoff, Eisen, Prägedruck, Brandcollage, Plexiglas, Design, Schmuck, groß angelegte Projekte für den öffentlichen Raum und immer an verwandelten Nähle ihr eingesetztes Material, ihre Ideen und schafft so bis auf den heutigen Tag Kunstwerke an Kunstwerk mit einer unerschöpflichen Energie und Schaffensfreude. Kopf ist eines ihrer großen Themen, aber auch Herz. Sie gestaltet Krieg gegen den Krieg, gegen den sie kämpft und sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzt, unermüdlich und schon immer. Und dass sie wirklich keinen Tag ohne ein Kunstwerk machen auskommt, kam sie heute mit dieser Treppe. Und da steht wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das Moses in der Wüste ist oder wie auch immer, mit dem Schild Rotzehn. Schön, danke, Nele. Ein großer Kopf dort hinten. Ja, bitte, Szenenapplaus, dein Applaus. Ein großer Kopf, 2,20 Meter hoch, steht dort hinten und hier unten. Und ein kleiner, wunderbar zu sehen, auch ein Irrgartenkopf steht oben. Und eine Stahlfaltung ganz dort hinten ist ausgestellt. Stangen und Figuren sind zu sehen an der Arbeit in großem Gedränge. Sie nennt ihre Arbeit in Bewegung. Auch das ist eins ihrer wichtigen Themen. Nele würde gar nicht existieren, wenn sie nicht der Mensch in Bewegung wäre, in Aktion, genauso wie sie von ihrem Gegenüber immer die Aktion und die Bewegung braucht. Und sie ist immer im Dialog mit ihrem Mitmenschen. Nele liebt Blau. Sie liebt aber ebenso das kräftige, strahlendste Rot. Und ich glaube, das Rot überwiegt. Wie schön, dass du da bist, liebe Nele. Hallo. Und ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, dass Astrid Linke Zukunft da ist. Wo ist sie denn? Da ist sie. Du hast sie auf die Treppe gestellt, bist du größer, ist wunderbar. Und sichtbar überall hin. Liebe Astrid, ich freue mich, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du beteiligt bist. Ja? Und zwar an allen Ecken und Enden, überall. All überall. Auch Astrid ist eine Raumbildnerin, die mit ihren farbigen Holzstäben transparente Skulpturen erschafft, die einer geheimen Geometrie unterliegen. Sie arbeitet mit Raum und Bewegung, mit Licht und Schatten. Die Skulpturen ohne Gewicht sind kühn berechnet und doch kühner gebaut. Es sind skulpturale Zeichnungen im Raum, bei denen sie Schwarz und Blau und Gelb einsetzt, vor allem aber und überwiegend Rot. Neben der großen, komplexen Sockelarbeit dort hinten zeigen wir mehrere wandbezogene Stabskulpturen. Oben sind zwei, hier vorne ist eine. Dir, liebe Astrid, du bist mit zwei Krücken unterwegs und brauchst sicherlich noch ein bisschen Zeit. Dir viel, viel Gutes und gute Besserung. Um Linien, die ebenso fast körperlich und räumlich erscheinen, geht es auch in den Papierarbeiten in völlig anderer Weise von Katharina Hinzberg. Auf einer geschlossenen Papierebene befindet sich eine zweite, durchbrochene, geschnittene, in der sich ein feines, gestisches Kürzel, Lineament, Geknäuel entwickelt. Das dünne, geschnittene Lineament ist zudem rot gefärbt. Man könnte von Relief sprechen. Ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden wäre, könnte man durchaus. Katharina Hinzberg erfindet immer neue Schnittmuster. Ich habe es natürlich in Anführungsstrichen gesetzt. So auch vermeintlich geflochtene. Eine Vielzahl von Möglichkeiten hat sie sich erarbeitet und fügt unentwegt neue hinzu und erweitert so ihr großes Inventar und Instrumentarium. In der Ausstellung entsteht zu den Arbeiten von Serena am Rhein, finde ich, ein spannungsreicher, ein schöner Dialog zu den Raumzeichnungen von Astrid Linke Zukunft und aber auch zu den Arbeiten von Katharina Hinzberg. Sie haben demnächst ganz in der Nähe in Frankfurt bei Bernhard Knaus eine Ausstellung. Die ist diese Woche noch, nächste Woche?
Morgen. Für die Eröffnung ist zu spät. Aber sehenswert, das ist, kann man das Bahnhofsviertel nennen? Ja, eine tolle Galerie und sie werden da auch lange vertreten. Und also ich will mir die Ausstellung auch angucken. Und ich habe gedacht, ich schaffe es zu eröffnen, ich schaffe es nicht mehr. Heftige Pinselbewegung zeichnen die Bilder von Andrea Simon aus. Eine Malerin der Gäste, der Geste, des Duktus und der Handschriftlichkeit und steht in dieser Ausstellung geschwisterlich, empfinde ich, irgendwo an der Seite von Ralf Gelbert. Natürlich sind es völlig andere Welten, dennoch gibt es ja, gerade in dieser Handschriftlichkeit und in der großen Geste Verbindungslinien. Nach noch sichtbaren Figurationen oder figurativen Anfängen hat sie sehr bald endgültig jegliche Bezüge zur Gegenständlichkeit verlassen. Ihre Bilder leben aus einer Poesie der Abstraktion. Sie erzählen Geschichten und offenbaren eine vieldeutige Textur, die man bereit sein muss, sehend zu entschlüsseln. Es gibt ja Leute, die stehen vor einem abstrakten Bild und sagen, ja, sehe ich jetzt nichts, das ist so Farbe. Und, ne? Na, das ist ja schon eine erste Näherung. Ja? Aber es ist dann doch hinter der Farbschicht viel mehr. Ich will das nicht mystifizieren, aber es ist einfach so. Können Sie mir glauben. Dann öffnen sich die Bilder und geben ihre Geschichte preis. Sie ist so wie Gerd Winter, der immer noch hier steht, Meisterschüler von Hermann Nitsch, also zwei Nitsch-Schüler, der wunderbar über sie geschrieben hat. Ich lasse das mal hier oben liegen. Es gibt dann hier gleich ein Gästebuch, wo ich Sie alle bitte wirklich einzuschreiben. Aber ich lasse dann einen kleinen Text von Hermann Nitsch über Andrea hier liegen und können Sie gerade auch mal eben lesen. Lapidar nennt sie ihr Bild. Hätten Sie einen Titelvorschlag? Rot. Und beschreibt damit Farbwert und Material. Rot wird Titel und Programm. Vom Mysterium des Blutes, des Schüttbildes, des Umgangs mit einem elementaren Rot. Ein Satz, das hat Gerd Winter von Hermann Nitsch erfahren und intensiv bei einer Orgenmysterienaktion, war es 1986, glaube ich, ja, ne? 84 schon. Drei-Tages-Aktion. Nitsch hat mit ein paar Minuten angefangen, Viertelstunde im Städel oder so und wollte zu der Sechs-Tages- und ist auch hingekommen, oder? Ja, also er hat sein Lebenswerk verwirklicht. Wir haben ihn ja mal in Prinzendorf besucht und du warst eben diese drei Tage dort. Ist sicherlich ein Erlebnis für dein ganzes Leben. Ne? Also warst du bei Nitsch auf Schloss Prinzendorf in Burgenland, weit hinter Wien. Von ihm hast du eben wirklich möglicherweise diesen Zugang zu Rot, zu Blut, das ja gar kein Blut ist, allenfalls von Tieren oder von Weintrauben, von Roten oder so, weiß ich nicht wie. Von der Präsenz auch erfahren, der Natur und von der Sinnlichkeit des Malens, des Machens und des Lebens überhaupt. Wie schön, dass Nitsch über diese beiden Künstler tatsächlich jetzt unmittelbar, nein, gar nicht wahr, sonst wäre er ja hier, mittelbar zu unserer Ausstellung Bezüge hat. Die ersten 10 Jahre seines Schaffens gestaltete Gerd Winter von der Kreuzesform aus, 10 Jahre, seine Bildräume, die zu vertikal gegliederten führten und seit vielen Jahren zu frei entwickelten Bildrealitäten. Oft spielt auch in der Titelfindung Musikalität eine große Rolle oder das große Thema der Weite des Ausblicks. Viele Bilder heißen Ausblick. Und das ist auch letzten Endes, da geht es in die Tiefe und das ist ein Blick. Und es gibt ja Blicke auch in unterschiedliche Richtungen.
Sein Repertoire verfügt über geistische bis zu meditativ monochromen, malerischen, das ist wichtig, malerischen Formulierungen. Diese Bilder sind allesamt stille Bilder, die Leuchtkraft nach innen haben. Hier oben sind noch mal zwei in Bezug gesetzt zu Arbeiten von Katharina Hinsberg. Im großen Format unserer Ausstellung gibt Gerd Winter eine Zustandsbeschreibung. Sein Bild heißt nämlich schweres Rot. Leuchtkraft, habe ich gesagt, die haben in hohem Maße auch die Kunststoffskulpturen von Ottmar Hörl. Ist er hier? Hörl, Ottmar? Nein, nicht hier. Also er war, wie gesagt, erst vor ein paar Tagen hier. Ich weiß, wie sie leuchten können, gerade in diesem bevorzugten Rot, das Hörl einsetzt. Seine zeichenhafte Typologie seiner Gartenzwerge, seiner Tierfiguren, von der Schnecke über den Frosch zum Erdmännchen oder seinen Porträts, hier steht Andy Warhol, und seinen ganzen Figuren von Beethoven, Hölderlin, Wagner und so vielen anderen noch, bis Karl Marx, bei dem Rot nicht irgendeine Farbe ist, sondern auch noch die Gesinnung zugleich spiegelt. Und so bevölkern zahlreiche rote Skulpturen, Multiples, höhere Auflagen, die Vitrinen und Sockel der Galerie. Eine Rose, eigenständig, eine eigenständige Skulptur, die steht hinter Ihnen. Ja, muss man ein bisschen aufpassen, man hat ja unten an Füßen keine Augen eingebaut. Auch rückwärts nicht, liegt zu Füßen von Andy Warhol in einem strahlenden Signalrot. Und ich konnte es mir einfach nicht nehmen und ließ mich hinreißen, eine Installation zu machen, Rose für Warhol oder für Andy. Ottmar ist Konzeptkünstler und das ist ein verdammt schlüssiges Konzept, was er entwickelt hat und das trägt und in die Welt hinein. Der Kunstpreisträger der Stadt Darmstadt, noch ohne Ausstellung, hat einen sehr eigenen Weg gefunden und sein Weg ist zum guten Teil rot gepflastert. Ich bin beglückt über Rot als Farbe. Sie merken, ich komme langsam zum Ende. Ich bin beglückt über Rot als Farbe einer bildenden Kunst, in der bildenden Kunst, wenn sie die Farbe Rot mit einer solchen Intensität einen kompletten Galerieraum erfüllt. Erfreuen Sie sich auch daran, bis zum 18. Januar, unterbrochen, mir sei es gegönnt, von einer kleinen Winterpause und aber begleitet von Führungen und einer Rot-Lesung, auf die Sie sich eben so freuen könnten. Am 9. November, also in einer knappen Woche, kommt unsere Freundin Ines Geipel nach Darmstadt, dem Ort ihres Neubeginns im Westen, mit dem ihr neues Buch Fabelland beginnt. Und auf den ersten Seiten steht vielfach das Datum 9. November. Gemeint ist das geschichtsträchtige Datum des 9. Novembers 89, in dem sie auch im Frühjahr aus der DDR flog. Zu denken aber auch an 1938, naja, und auch ein bisschen an 1919. Am 9. November, jedenfalls des Jahres 2024, stellt sie zusammen mit der Moderatorin vom Hessischen Rundfunk, Susanne Pütz, das neue Buch Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück vor. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, bitte melden Sie sich an. Danke. Jetzt kommt mein Dank an Jasmin, an Maren, an Anna, die heute schon jetzt und im Anschluss dann meine drei sehr hilfreichen Begleiter sind. Bleiben Sie auf ein Glas Wasser oder Wein oder gesellen Sie später mit einer Kürbissuppe oder so zu den Künstlern. Ich wünsche Ihnen jedenfalls gute Begegnungen in dieser Ausstellung. Also nicht nur heute, sondern auch in der fortgesetzten Zeit, aber besonders heute mit der Kunst und den Künstlern und einen schönen, gucken Sie mal raus, es leuchtet die Sonne ein bisschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen herbstlichen Sonntag und sage Ihnen vielen Dank und entschuldige mich natürlich, dass ich wieder mal so lange geredet habe, aber es musste einfach auch einiges noch heraus und so weiter.